Es ist eine rundum gelungene Veranstaltung. Wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich das erste Mal ist, dass dieses Festival stattfindet und eigentlich so langsam etabliert werden soll, muss man nach diesem ersten Tag jetzt schon sagen, eigentlich hat es sich bereits etabliert. Das Publikum spricht so wunderbar, vehement und vielköpfig drauf an. Mehr kann man nicht verlangen. Was sich im Vorfeld abgezeichnet hat, und deswegen war ich mir auch sicher, dass das Ganze ein Riesenerfolg wird, war, dass alle Beteiligten, also Mitarbeiter, Künstler, sich weit über das übliche Maß hinaus aus Interesse für die Sache engagiert haben. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, diese Möglichkeit, die Basis gegeben für diesen fantastischen Erfolg. Ja, also dieses Mensch, Musik, diese zwei Worte mit dem Punkt dazwischen, die sind so ein bisschen eine unserer Leitlinien in den letzten Jahren geworden, Teil unseres Leitbildes. Wir sind der Meinung, dass die Musik immer was mit Menschen zu tun hat. Sie wird von Menschen für Menschen gemacht. Und dem geben wir mit diesem Slogan Ausdruck und haben dann natürlich auch gedacht, okay, dann stellen wir das ganze Festival unter dieses Dach. Und das Inhaltliche, die inhaltliche Klammer ist dann eben die Filmmusik. Sehr viele Veranstaltungen sind sozusagen Selbstläufer, wie zum Beispiel der Abend der Gesangsklasse heute Abend. Aber ich freue mich sehr, sehr auf das Kinderkonzert morgen. Das ist bis morgen um 11 Uhr und da machen wir Peter und der Wolf. Und das ist immer wieder eine schöne Erfahrung, weil da gibt es immer wieder unvorhersehbare Sachen. Wenn Kinder dazwischen quaken oder wenn die mal auf die Bühne kommen und sagen, kann ich mal das Fagott anfassen? Das ist dann immer sehr schön und spontan. Darauf freue ich mich besonders. Eines Morgens öffnete Peter das Gartentor und lief hinaus auf die große grüne Wiese. Eigentlich hat mich alles begeistert, vor allen Dingen hat mich erfreut, dass dieses Generalthema Film und Musik wirklich die ganze Zeit durchgezogen wird. Und wenn man es dann hin und wieder ein bisschen inszeniert, vielleicht mit Lichteffekten anreichert, oder wenn man sieht und hört, dass die Studentinnen und Studenten eigene Bearbeitungen bekannter Werke vorlegen, wenn solche Dinge passieren, die über das bloße Spielen hinausgehen, was ja schon auf höchstem Niveau stattfindet. Aber das ist das, was besonders viel Spaß macht. Und das gibt diesen Darbietungen auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe mich auch gefreut auf die Begegnung mit den Menschen, also mit den Besucherinnen und Besuchern, aber dann eben auch daran, das Wechselspiel zwischen den Mitwirkenden und den Besuchern zu erleben. Das ist Kommunikation im besten Sinne und ist vielleicht eben auch ein gelebtes Mensch.Musik. Ich genieße diesen Saal, ich genieße ihn als Zuhörer und ich genieße ihn heute Abend als Moderator und gelegentlich auch als jemand, der Vorlesungen hält. Und es ist einfach ein wunderbares Haus hier, die Musikhochschule in Münster.